Shit. Oh, ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu weit unten. Hier ist eine Grube. Willkommen in Falkenberg-Mark. Das liegt in der Nähe von Korin, also von dem Kloster, wo ich zuletzt meine Tour gemacht habe. Also relativ. Und ich verfolge gerade den Pfad zwischen Falkenberg-Mark nach Bad Freienwalde. Das soll hier in der Nähe oder hier in der Region ähnlich wie in Thüringen sein, wurde mir erzählt auf meiner letzten Tour von mitwandernden Leuten, von den älteren Damen, wer sich erinnert. Nun bin ich gespannt, ob sich das hier irgendwie bewahrheitet und was ich so entdecken und finden werde. Und euch wollte ich dann gleich mal mitnehmen. Machen wir das, aber als erstes wollte ich euch noch diesen tollen Aussichtsturm zeigen. Der ist, naja, ihr werdet sehen. Jetzt kommt gleich der wunderbare Aussichtsturm und ich hoffe, ich verspreche nicht zu viel, wenn ich sage, dass er ziemlich hoch und einen wunderbaren Blick ins Land ermöglicht, sofern man sich rauftraut, weil er ist etwas speziell. Und willkommen beim Aussichtsturm. Er ist ziemlich minimalistisch, besteht aus einer Leiter, die nicht abgerissen wurde. Und der Rest verteilt sich Richtung Tal. Willkommen an der Tobbenberghütte mit Doppel-B. Dachte mir, jetzt ist mal wieder Zeit für eine Rast. Diesmal auch mit heißen Getränken. Also bisher. Sehr schräg. Bisher ist die Tour sehr entspannt. Also ich bin noch nicht einer Menschenseele begegnet. Es hat durchaus etwas wie Thüringen hier, das stimmt. Also da, das liegt nicht zu weit fern, was da behauptet wird, dass das wie ein kleines Thüringen ist. Es geht ordentlich auf und ab, Täler, Hügel, viele Wälder, teilweise sehen sie recht unberührt aus, Mooslandschaften, großflächige Mooslandschaften. Hey, ich will kein Regenwasser. Noch hat man aber keinen Ausblick hier. Also, der fehlt noch. Ich werde hier die ganze Zeit nass gemacht von da oben. Tut gut, doch mal einen heißen Tee mitzunehmen. Achso, übrigens, Bilder habe ich auch noch nicht gemacht, also keine Fotos, da habe ich noch nichts, also nee, ich habe noch nichts gefunden, nichts, wo ich sage, yes, das packt's jetzt. Höchstwahrscheinlich bin ich an 1000 Motiven vorbeigelaufen. Übrigens, heute mal nicht zu lange geschlafen, also falls ich ein bisschen weggetreten wirke, zu wenig Schlaf. Ich zeig mal auch gleich, wie es hier weitergeht. Also in die Richtung, von mir aus jetzt links. Bei euch wird es rechts angezeigt. Oder? Doch. Geht's nach Falkenberg und in die Richtung dort. Den Weg weiter, der so ein bisschen hügelig geht. Wird es nach Bad Schandau gehen, ja. Vorbei an noch zwei weiteren Hütten oder irgendwas in der Richtung. Federvieh ist mir auch wieder ganz viel begegnet, aber ich habe es mal probiert, solange ich sie beobachte, einfach nur so beobachte, bleiben sie in der Nähe. Wenn ich auch nur anfange, irgendwie was aufzubauen, dann ist es vorbei. Übrigens, ich bin mitten in der Woche gerade hier, wahrscheinlich sind deswegen auch so wenig Leute da unterwegs.
schimpft jemand ganz schön. So ein Riesenfleck hier auf der Hose. Wie sieht denn das aus? Doch jetzt probieren wir mal, ob wir den Weg in Szene setzen können, damit ich euch zeigen kann, wo es jetzt ungefähr weitergeht. Achtung! Tada! Dort geht es jetzt für mich weiter. Ungefähr hier. Dann geht das hier hoch und runter. Und hier in diesen Wald in die Richtung haut es denn ab. Die Gegend hier erinnert mich durchaus schon eher an die Sächsische Schweiz, vor allem durch die ganzen Hügel, die man jetzt leider nicht so wirklich sieht. Ich sag Hügel, auch wenn hier überall immer steht Berg, aber Brandenburg ist stolz darauf, dass hier Berge sind, in Anführungszeichen. Lass mal das Berge genannt. Dort hinten ist auch so ein Berg, in Anführungszeichen. Also man kann hier durchaus weit in die Landschaft schauen, wenn hier nicht so viel Wald drauf wäre auf den Bergen. Also für Brandenburger Verhältnisse ist das hier schon sehr großartig. Ich befinde mich jetzt auf dem Theodor-Fontane-Weg, nicht weit von der Hütte weg, von der ich zuletzt einen Clip gedreht hatte. Eine schöne Landschaft. Im Übrigen war das Goethe, mit dem das Gute liegt so nah. Und es stimmt, es liegt wirklich sehr nah im Endeffekt. Ich bin wirklich begeistert, was Brandenburg an schönen Ortschaften bieten kann, hier im Oderland. Willkommen zurück. Ich habe wieder einen doch recht herrlichen Ausblick gefunden. Und es geht hier die ganze Zeit auf und ab, auf und ab, ab und auf. Jetzt gleich in Wildmitte. Dort eine ganze Weile Luftlinie. Müsste Neuenhagen sein und irgendwann noch weiter weg die Oder. Und somit Polen. Und in die Richtung, wo es gerade hinschwenkt, führt es noch ein ganzes Stück entlang. Auf den Hügeln oder Bergen. Richtung Bad Freienwalde. Mit einem anerkannten Moorbad, das möchte ich noch erwähnen. Oh, ich hoffe, man erkennt mich, dass ich nicht zu unscharf bin, weil das Gesicht nicht zu nah dran ist. Bin hier gerade jetzt mit, also jetzt mache ich gerade Aufnahmen ohne Handy. Also, was ich sagen wollte, Sitzmöglichkeiten gibt es hier mehr als genug. Viel, es gibt viele, viele Sitzmöglichkeiten und Bänke, das ist der Wahnsinn. Also, entweder muss hier zu touristischer Hochzeit sehr viel los sein. Oder es war mal viel los, jetzt ist es nicht mehr. Und das modert jetzt nur noch vor sich hin, weil einige Bänke waren ziemlich kaputt, andere nicht. Die hier sehen jetzt schon wieder neuer aus hinter mir. Naja, mal schauen. Weiter geht der Weg, der Fontane-Wanderweg. Irgendwann müsste ich zum Bismarckturm kommen. Und dann bin ich schon in der Nähe von Bad Schandau. Kriegen wir hin. Ich nehme euch mit. Ein paar Bilder habe ich jetzt auch schon gefunden. Am Ende doch noch fündig geworden.
Wir sehen Federvieh. Enten am Teufelssee. Wir haben es hier gut. Schön ruhig. Anscheinend keine Besucher. Niemand, der sie wirklich stört. Nur einer, der sie gerade beobachtet. Jetzt mit knapp 300 mm Brennweite. Und die Linse wird mir die ganze Zeit voll geregnet. Jetzt auch nochmal von der anderen Seite. Die haben natürlich mit mir die Seiten gewechselt. Und ich jetzt quasi auf der Seite bin, wo die alle waren, haben sie sich jetzt zurückgezogen. Und sind selbst verschwunden auf die andere Seite. Und scheinen mich genau im Auge zu haben. Filmen unter schwierigen Bedingungen. Oh, sorry. Haben schon gemeckert. Huch. Na? Ist da hinten Streit? Die ganze Kamera ist mittlerweile nass. Und wie so gut wie alle Kameras ist sie nicht wind- und wassergeschützt, theoretisch. Die haben's gut. Oh. Ziel erreicht. Achso, nicht wundern, falls ich mich immer wieder umgucke. Nicht, dass ich irgendwie mal Leute drauf habe und die sich dann beschweren. Da bin ich super, super vorsichtig. Ja, Ziel erreicht. Thüringer Blick. Unter mir ist jetzt Bad Freienwalde. Da möchte ich dann noch als nächstes hin. Richtung Bahnhof, der auch nicht so weit weg ist. Und dann geht's wieder Richtung Heimat. Wobei ich ja, wenn man Brandenburg betrachtet, bin ich ja meine Heimat, aber 2 Stunden muss ich auch wieder fahren. Wird spannend. Ihr wollt auch mal ein bisschen was sehen von der Landschaft hier oben? Na gut. Jetzt ohne Stativ mal. Willkommen in Brandenburg. Mit ausgefressenem Himmel mal wieder. Aber drüben kann man überall langlaufen. Also hier geht es jetzt natürlich extrem bergab. Ich hoffe, das wackelt nicht zu sehr. Aber die Richtung Stadt ist auch nicht so unbedingt das Schönste. Am schönsten ist diese Blickrichtung dort. Finde ich. Gucken, ob wir den Himmel ein bisschen zeigen können. Nein, der ist fast einheitlich. Also auch in echt, jetzt ohne Kameras einheitlich. Und tausende Sitzmöglichkeiten. Ich weiß nicht, ob ich es irgendwo in einer Sequenz schon erwähnt hatte. Falls nicht, hier gibt es überall Sitzmöglichkeiten auf dem Pfad. Ich mein Equipment, gönn mir gerade einen heißen Tee. Und das ist der Pfad, der hierher geführt hat. Ja, ich bin zufrieden. Das war jetzt mehr als genug Arbeit. Vor allem, es hat immer geregnet. Ich bin zwar ein paar Kilometer jetzt schon wieder gelaufen und wollte gerne Bilder machen, aber es kam so viel Wasser immer runter. Es nieselt jetzt auch noch.
dass ich das denn lieber gelassen habe. Ich wollte jetzt nichts riskieren mit der Technik. Dann hoffe ich, dass ich hier irgendwann nochmal auftauche. Ich habe es definitiv vor. Fühlt euch eingeladen, auch mal herzukommen. Ich bin selber überrascht, was Brandenburg doch bieten kann. An schönen Landschaften, das ist Wahnsinn. Und das in der Nähe der Oder. Gut, bis dann.